sich bewegen. Die Erfahrung im Leben zeigt, dass alles nicht so einfach ist. Wir müssen uns bemühen. Die meisten Dinge regeln sich nicht durch Abwarten und auch nicht, indem wir sie ignorieren, sondern wir müssen uns darum kümmern und die Probleme so gut es geht lösen, so gut wir in der Lage sind, sie zu lösen. Um zielgerichtet und konsequent vorgehen zu können, sollten wir eine ehrliche Bestandsaufnahme machen. Vor allem sollten wir die Bereiche nicht aussparen, die wir früher eher verdrängt oder verbrämt haben. Manche Dinge haben wir früher nicht betrachtet oder sie nicht betrachten können, da diese Dinge für uns mit Angst besetzt waren und wir uns scheuten, uns mit diesen Dingen zu befassen. In der Literatur nennt man dies blinde Flecken. Wir waren blind für manche Dinge, weil wir sie nicht sehen konnten oder nicht sehen wollten und deshalb sehr stark abgewehrt haben. Aber wir sollten uns allen Problemen stellen. Nur so ist eine Weiterentwicklung und eine Lösung möglich. Manche Dinge sind schmerzhaft, wenn wir sie betrachten und wenn wir uns sie vergegenwärtigen. Aber letztendlich führt nichts daran vorbei. Wir müssen uns der Realität des Lebens stellen. Sich bewegen. Die Erfahrung im Leben zeigt, dass alles nicht so einfach ist. Wir müssen uns bemühen. Die meisten Dinge regeln sich nicht durch Abwarten und auch nicht, indem wir sie ignorieren, sondern wir müssen uns darum kümmern und die Probleme so gut es geht lösen, so gut wir in der Lage sind, sie zu lösen. Um zielgerichtet und konsequent vorgehen zu können, sollten wir eine ehrliche Bestandsaufnahme machen. Vor allem sollten wir die Bereiche nicht aussparen, die wir früher eher verdrängt oder verbrämt haben. Manche Dinge haben wir früher nicht betrachtet oder sie nicht betrachten können, da diese Dinge für uns mit Angst besetzt waren und wir uns scheuten, uns mit diesen Dingen zu befassen. In der Literatur nennt man dies blinde Flecken. Wir waren blind für manche Dinge, weil wir sie nicht sehen konnten oder nicht sehen wollten und deshalb sehr stark abgewehrt haben. Aber wir sollten uns allen Problemen stellen. Nur so ist eine Weiterentwicklung und eine Lösung möglich. Manche Dinge sind schmerzhaft, wenn wir sie betrachten und wenn wir uns sie vergegenwärtigen. Aber letztendlich führt nichts daran vorbei. Wir müssen uns der Realität des Lebens stellen.